Hier ist der Nessmischl von YouTube. Und heute stellt euch mal den T-Rex-Angriff von Playmobil vor. Hier mal schnell zum Zeigen, den Playmobil 9231 T-Rex-Angriff könntet ihr zum Beispiel auf Amazon bestellen, wer sich den nochmal anschauen möchte. Der Link dazu steht im Textfeld unter dem Video. Ja, hier seht ihr die Verpackung vom Playmobil 9231 T-Rex-Angriff. Den Dino seht ihr einmal hier, dann das Quad, Baby-Dino und auf der Rückseite mal wieder alles das dargestellt, was in der Verpackung drin sein sollte. Und dann packen wir die Sachen doch mal aus. Ja, schauen wir mal, was Schönes in der Verpackung drin ist. Hier haben wir einmal den großen T-Rex, der Baby-Dino, die Playmobil-Figur plus Zubehör, Felsen, das Quad und gibt's Aufkleber. Ich sehe erstmal keine, da freut sich der Michel doch. Ja, jetzt kann ich sogar mal den Zusammenbau ohne Zeitraffer machen, weil es halt nicht viel ist. Hier mal ein bisschen Grünzeug. Fahne, denke ich mal, sollen das darstellen. Zweiteilig steckt ihr einfach hier so rein. Plupp. Und dann auf dem Felsen drauf. So, noch ein bisschen Deko. Sieht fast aus. Geil. Hallo. Hallo. Cool, wenn ihr hier ein Loch reinbohrt, könnt ihr dem so eine Perücke, so eine Heino-Perücke ist das ja fast schon. Geil. Ach, bin ich heute wieder kreativ. So, kommt hier hin. Dann kommen wir zum Quad. Das Quad. Oh, ja, ich habe es eben schon mal zusammengebaut. Die Ablage. Dann haben wir hier so eine Befestigung, damit nichts runterfällt. Wird einfach hier so dran geklipst. Ich klipse. Und klipse dann hier so rüber. Das ist eigentlich ganz einfach. Zack. So, hurra. Wo haben wir denn das Betäubungsgewehr? So, das muss man gerade gucken. Wo haben die das? Genau, das kommt einmal da durch. Schnackel. Und hier vorne. So, dann könnt ihr das nämlich nachher, seht ihr, umhängen. Und Kamera, zweiteilig, Objektiv, zusammengesteckt, hurra. Und da könnt ihr auch nochmal ein Gummigedöns dran machen. Mache ich das so rum, ich mache es mal so rum. Lups, dann kann man die sich nämlich auch nachher, wie das Schießgewehr, umhängen. Jo, das war es eigentlich schon gewesen. Ich sage ja, das ist super wenig. Ach so, nee, hier ist ja schon alles zusammengebaut. Gut. Ja, dann haben wir noch den Mini-Dino. Hupp. Und den Mannequin. Und ein bisschen was zum Knabbern. So, ich habe die ganzen Sachen mal aufgebaut. Den kennt ja der ein oder andere. Das ist aus der Jurassic World Film. Und zwar der Indominus Rex. Da gab es hier mal so eine große Figur. Und wenn ihr seht jetzt hier... Jo, die war dann halt mit Sound gewesen. Steht bei mir im Regal, ich hatte es mal vorgestellt, sogar hier dann noch mit Beleuchtung. Und der ist halt ein bisschen größer als der T-Rex. Die haben ja im Film miteinander gekämpft. So, bleibt mal stehen. T-Rex, da haben wir ihn. Es gab ja schon mal 2006 so ein Set von Playmobil. Und so sah das Set damals aus. T-Rex mit Velociraptoren von 2006. Da finde ich das neue Set eigentlich ja, schöner. Ja, und dann haben sie halt nochmal eine Neuauflage gemacht. So schaut das jetzt aus. Saubere Zähne hier. Also von der Verarbeitung her finde ich das richtig klasse. Wie akkurate Zähne der hat, seht ihr mal. Also wenn ihr immer eure Zähne schön putzt, gegebenenfalls eine Zahnspange tragt, dann seht ihr irgendwann mal so ganz toll aus wie der T-Rex hier. Cool, oder? Jo, ja, hier vorne hat er die kleinen Ärmchen, die sind dann beweglich. Der Kopf, guten Tag, den könnt ihr auch bewegen. Und die Beine natürlich auch, seht ihr hier. Kann ja, ne, Spagat kann jetzt kein, geht ja nur nach hinten, oder warte mal, kann ja ein Spagat? Fast.
Fast. Jo, also wie gesagt, das ist der T-Rex mit einer Musterung. So. Zack. Dann, ja, ist es ein Raptor oder ist es ein Velociraptor? Ich kann es euch nicht sagen. Bei Playmobil auf der Seite stand nämlich jetzt auch nichts. Sieht auf jeden Fall auch sehr schick aus, wieder mit beweglichem Mund hier. Die Arme dann, Krallen sind es ja, auch beweglich. Und dann hier unten nochmal die Füße. Jo, der hatte eben was im Mund, seht ihr hier. Happa, happa. Oh, so eine Fleischkeule, da hat er schon ein Stück rausgebissen. Könntet ihr dem dann so, obwohl, ne, der hat mehr Hunger. Zack, hier so in den Mund reinmachen. Jawohl, Mahlzeit. Ja, und dann haben wir halt noch dieses, was soll es darstellen, ein Felsen so als Versteck für den kleinen Dino, denke ich mal. So, dann tun wir den einfach mal da so, na gut, dann muss ich euch klein machen, so da rein. Und der hat natürlich immer Hunger, wie meine Katze. Und deswegen, ja, seht ihr hier, alles das, was so abgenagt wurde, liegt dann vor dem Felsen, vor der kleinen Höhle, vor dem Unterschlupf rum. Dann kommen wir mal hier zu der Playmobil-Figur. So sieht sie aus, hier mit Logo vom T-Rex aufgedruckt. Ja, haben wir seine Arbeitskleidung und der kann sich jetzt hier einmal eine Kamera umhängen. Zack, haben wir eben die Bänder, diese Gummibänder befestigt. Oder dann halt das Betäubungsgewehr hier hinten so über den Rücken. Alternativ kann man das natürlich auch mittels der Silikonbänder, so nennen sie sich, hier hinten, schwuppsdiwupps, da mal so drauf machen. Jetzt muss ich mal gucken, wie machen wir es am besten, wie hält es am besten. Das könnte man jetzt hier so durchmachen mit einem dicken Finger, dann darüber. Jawohl, und den darüber. Und seht ihr, ja, jetzt ist es auf dem Quad befestigt. Das Quad schaut dann so aus, auch hier wieder mit Dino-Logo in grün gehalten. Da kann man sich besser verstecken, falls der böse T-Rex kommt. Und sollte der mal einen trotzdem dann entdecken, ich muss mal gerade hier so die Hände dran machen. Der will ja gleich eine Runde fahren. Oh, drehen. So, dann kann man natürlich, so jetzt seht ihr den mal. Siehst du, super, hält auch super damit wegdüsen, denn das Ganze ist aufziehbar. Ja, dann habe ich euch den Playmobil T-Rex Angriff auch mal kurz vorgestellt. Etwas kleineres Set, mit dem man auf jeden Fall eine Menge Spielspaß haben kann. Das war wieder der Test-Mischung von YouTube. Und sagt mal tschüss, bis zum nächsten Video.